Ja, Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von einem alten Spiel aus dem Jahre 2009 bereits. Risen heißt das. Hat damals der gute Gronkh auch gespielt, sowie den zweiten Teil und den dritten Teil. Soll wohl auch ein bisschen länger sein, also wir werden hier vielleicht ein halbes Jahr verbringen oder so. Aber ich dachte, ich bringe das einfach mal und werde dann wahrscheinlich auch täglich kommen. Aber ja gut, im Moment habe ich nichts Aktuelles auf dem Channel, es sei denn, es kommen manchmal Updates von Spielen, das ist natürlich dann das Aktuelle. Aber jetzt möchte ich gerne das machen, ich bin ja auch nicht so der Klick-Mensch, sag ich mal. Wenn das Video nicht so viel Klicks hat, dann möchte ich es aber trotzdem machen. Aber vielleicht werden das ein oder andere noch dazukommen oder so, ab und zu mal oder noch fest. Sowas wie Soma habe ich noch am Start oder Slime Rancher oder Subnautica, muss ich mal sehen. So, ich habe die Let's Plays damals geguckt, aber bei Risen 1 bin ich erstmal mittendrin angefangen. Also den Anfang kenne ich zum Beispiel überhaupt nicht. Ja, würde ich sagen, auf los geht's los und wir starten ein neues Spiel. Ja. Ist halt so ein Adventure-Spiel, ein Abenteuerspiel, Fantasy-Spiel, RPG, wie auch immer man das nennen soll. Quests erfüllen zum Beispiel muss man. Und auch ein bisschen, na, es ist komplett Open World, naja, aber es ist schon ein Open World Spiel auf jeden Fall. Du fragst dich sicher, wo wir sind. Aber die richtige Frage lautet, was ist geschehen? Ich werde dir die Geschichte erzählen. Die Götter haben die Welt verlassen und ihre Sklaven, Wesen von uralter Macht, erheben sich wieder. In ihrem Zorn treiben sie die Menschheit in den Untergang. Die Überlebenden versuchen einen der wenigen sicheren Häfen zu erreichen, aber niemand kann seinem Schicksal entfliehen. Was ist denn mit der Sequenz los? Naja, wir sind auf jeden Fall gestrandet hier. Und wie wir heißen, das weiß ich auch nicht. Ich glaube, naja, wir sind sowieso ein bisschen namenlos. Können wir hier Sachen ein bisschen aufsammeln. Ich hoffe, der Ton ist so okay, wie ich rede. Und vom Spiel selber. Sprinten oder so? Ich glaube, mit STRG? Nee. Oh, ach nee. Ich renne sowieso. Oh. Na, wir haben ja noch keine Waffe, also. Die lasse ich dann erstmal. Ah, die Grafik ist natürlich auch schon ein bisschen älter, ist ja klar. Ein deutscher Entwickler, Piranha Bytes. Ein Opfer des Sturms.
Sarah. Alles in Ordnung? Ich denke schon. Was ist denn bloß passiert? Das war dieser schreckliche Sturm auf See. Unser Schiff kenterte und offensichtlich sind wir hier in den Strand gespült worden. Wir können froh sein, dass wir noch leben. Die Schweine dort drüben haben nicht so viel Glück gehabt. Wo sind wir hier? Hab ich mich auch schon gefragt. Wir sind hier bestimmt nicht sicher. Du solltest dir eine Waffe besorgen. Ein Knüppel, ein Ast, irgendwas ist besser als nichts. Du findest bestimmt was am Strand. Ich warte so. Ein Knüppel. Ich habe einen Knüppel in der Hose, doch. Nein. Hier ist noch ein Knüppel. Habe ich schon gleich gefunden. Und nu, Inventar. Ho, ha, hier. Hallo, ich habe einen Knüppel, du. Also noch einen jetzt. Na gut, ich guck mir aber noch mal ein bisschen weiter rum hier. Aber ist das laut mit den Gewitter und alles hier. Aber schaffen wir das Vieh jetzt? Ich weiß es nicht. Was ist eigentlich. Ah, C ist Ausrüstung. Okay. Da kommen wir wahrscheinlich noch leveln. Was ist das hier? Achso, ich hab nur was ausgeschaltet. Okay. Was haben wir denn noch so hier drin? Ring. Tobt aber ein Sturm. Ja, die Grafik hier, Wasser, das sieht natürlich nicht mehr so taufrisch aus, aber naja, es geht, ne? Wollen wir mal nicht meckern. Rohr Ballen. Achso. Ballen oder Bollen? Ich weiß es nicht. Also, ich muss mal die Dings runterstellen. Gesamt, ich weiß nicht, wie viel ich das jetzt stellen soll. Musik, Sprache, Effekte, so ein bisschen mal runter hier. So. Das ist schon angenehmer. Hallo, mein Freund. Hungriger Sieger, ja. So heißt er also. Ein Bollen, ja. Na los, was los? Komm her. Kommen Sie mit, oder? Habe ich irgendwo so einen Questlog oder so? Oder steht das irgendwo? Ich weiß es nicht. Steuerung sehe ich jetzt hier, glaube ich, nicht, ne? Ich lasse mich immer so doof treffen, ey.
Kann ich irgendwas essen, oder? Ach, ich kann mir auch was hier hinlegen, ne? Knüppel. Rum und Grog. Aber ich hab doch einen Knüppel. Was war's denn hier? Achso, das ist nur für Dings. Ja, okay. Ja, was will sie denn? Also hier, so kann ich mich drehen. Aha. Na, ich muss noch mal wieder so ein bisschen reinkommen hier, ne? Wie das halt immer bei neuen Spielen ist und wie das bei mir ganz besonders ist, aber... Die, die mich kennen auf dem Channel, die wissen das. Dass ich ein bisschen verpeilt bin, zum Beispiel. Jagdmesser. Und eine Fackel. Und Goldmünzen. Ach, die kann ich auch hochklettern, okay. Ich habe schon auf der 2. Nichts. Aber was macht jetzt mehr Schaden? 12 und hier ist 8. Okay. Ja, Hammer. Bin bald tot. Kann ich das auch fressen, diese... Bollen oder Ballen. Nee. Kann ich nicht. Muss ich erstmal kochen, na gut. Aber was ist denn mit dieser Sarah da? Eine Waffe habe ich ja jetzt. Mehrere sogar. Kommst du mit? Habe ich hier noch irgendwas übersehen? Nö, aber es ist automatisches Speichern. Okay. Oh, keine Ahnung. Ich gehe mal hier lang. Gehe ich hier lang? Ich weiß es nicht. Achso. Eine richtige Karte habe ich natürlich noch nicht. Eine gute Idee, dass ich hier lang laufe? Ich weiß es nicht. Ich komme sogar durch, okay. Oh nein! Jetzt laden oder was? Oh Mann, das fängt ja schon gut an. Ja, kaum Energie, das ist das Problem. Das ist nur für Mana, das ist doof. Lebensenergie, aha.
Hab ich jetzt was bekommen? Ich glaube nicht, ich weiß es nicht. Jetzt habe ich die ganzen Dinger hier nicht, ne? Oh, doof. Der Anfang ist mal wieder schwer, oder? Gehe ich jetzt da wieder lang? Oh, ja, ich lasse dich doch in Ruhe. Ach, Mann. Und da ist auch so ein Vieh Scheiße, ey. Geht ja gut los. Aber wie kommen die Tussi mit? Ich weiß es nicht. Scheiße auf die Kräuter, dann gehe ich hier lang. Oh. Hier war ich doch eben, hä? Ja, genau. Gute Idee, in eine Höhle zu gehen. Gnome, seid ihr nicht meine Freunde? Hier noch nicht. Scheiße. Irgendwann sind die meine Freunde, glaube ich. Oh nein. Ich habe schon zu viel verkackt, glaube ich. Zu wenig Energie oder zu wenig Sachen Es geht ja echt fantastisch los. Ich muss da jetzt vorbei, irgendwie. Oh, was, ey? Ich komm da nicht vorbei, ich komm da nicht vorbei. Ja, tolle Wurst, ey. Das ist doch nicht wahr, ey. Hammer. Ich kann ja nur flüchten, oder? Hau bloß ab, blödes Viech. Wieder ein Wolf. Oh Mann.
Stachelschwein wieder. Oh nee, ey. Diesen Haus. Warum wackelt das so? Erstmal was trinken. Komische Animation. Energie, yeah. Dauert aber. Ich bin noch viel zu schwach. Oh Mann, schon richtig verkackt in der ersten Folge, ey. So gesehen habe ich schon verkackt, deswegen. Ich weiß noch nicht, wie lange ich die Folgen überhaupt mache, deswegen mache ich hier nochmal ein bisschen, glaube ich. Andere würden es rausschneiden, ich tue es nicht. Rohes Fleisch. Und eine Bank. Da können wir uns wahrscheinlich mal den Mana aufladen oder so. Was wir gerade nicht müssen. Hä? Wie stehe ich denn wieder auf? Mit rechts. Ich gehe mal rein. Untersuche das verlassene Haus, ja. Ja, die Animationen sind manchmal auch noch ein bisschen komisch. Messerknacken verstehe ich nichts. Ach shit, okay, aber das Brot nehme ich. Das lernen wir wahrscheinlich noch. Den Grog nehme ich. Ich könnte jetzt schlafen, wenn ich Bock hätte. Ich brauche eine Pfanne. Ja, toll. Habe ich aber nicht. Ich habe keine Pfanne. Wackelt das so? Was ist denn hier los auf dieser Insel? Okay, wurde eh schon mal automatisch gespeichert. Was haben wir hier? Kann ich auch hinsetzen, na gut. Ich brauche eine Pfanne. Was brauchst du? Ich brauche eine Pfanne. Die kann ich öffnen, okay. Goldmünzen, Mannertrank, Wichtelkappe, okay. Säge, okay. Um Holz zu zerkleinern. So, kann ich aber hier noch nichts mitmachen. Gerade diese Stimme habe ich vermisst. Im dritten Teil gibt es nämlich einen anderen Charakter. Huch, schon gespoilert. Aber ich habe auch Teil 2 und Teil 3 habe ich auch am Start. Vielleicht würde ich auch noch alle spielen, aber das würde natürlich sehr lange dauern. Na, mal gucken, ne? Wir sind ja gerade mal am Anfang, gerade mal in der ersten Folge hier noch. Ja, den vernichte ich noch. Ich muss immer ein bisschen ausweichen, Mensch. Hat ja gut geklappt, nicht? War? Ich sag ausweichen und verkacke völlig, oder was? Mana Pilz.
Pilz, noch mehr Pilze, Mana-Pilze. Tja, ich glaube, ich gehe nochmal zurück und heile mich, oder? Mit dem Wasser. Die springen ja auch immer so geil. Und die Gespräche, die werden ja auch immer nicht so toll sein. Ist das eine unendliche Quelle? Ich weiß es auch nicht. Gut, das muss ich sagen. Das war's für die erste Folge Risen, während ich mich hier nochmal hochheile. Und dann sehen wir uns ja morgen wieder zu einer weiteren Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen, auch wenn ich am Anfang verkackt habe. Und bis morgen. Tschüssi.